Schönen guten Morgen, liebe XX-Camping-Follower. Wir stehen heute vom Pössl Revolution Elegance. Und zwar Baujahr 2023, aber schon Modell 2024. Wenn ihr wissen wollt, was das Fahrzeug alles so hat, dann bleibt einfach dran. Und wie immer geht's weiter nach dem Intro und vergesst das Abo und das Like nicht. Jo, bis gleich. Ciao, ciao. Hallo, hier ist Andi von XX Camping und ich freue mich, dass ihr unseren YouTube-Channel besucht. Themen wie alles rund ums Auto, Campingplätze oder Stellplätze werdet ihr hier finden. Und ich würde mich freuen, oder wir würden uns freuen, und es gibt auch noch Mausi, wenn ihr unseren Channel abonniert und uns regelmäßig besucht. So, liebe XX-Camping-Follower, wir sind zurück nach dem Intro. Ich zeige euch wie immer das Fahrzeug erstmal von außen, was wir von vorne schon mal sehen. Es hat definitiv Nebelscheinwerfer und das Fahrzeug hat eine Sonderhöhe. Wir sprechen hier von einer Höhe bei dem Fahrzeug, ich glaube, er hat so um die 2,80 Meter, ja sogar mehr, fast 2,90 Meter Außenhöhe. Er hat 4 Sitzplätze und auch 4 Schlafplätze. Und ja, das Fahrzeug ist 6,36 Meter breit. Und das Fahrzeug hat 165 PS, ist ein Schalter und der Aufbau ist ein Citroën. Mir gefällt übrigens die Farbe, ich weiß gar nicht, wie die heißt. So, mal schauen, vielleicht sehen wir es nachher. Das Fahrzeug hat eine Drittstufe, eine elektrische, und was es auch hat, diese Schiebetüre auf der Seite zieht sich automatisch voll zu, wenn sie nicht ganz geschlossen ist. Das Fahrzeug ist auf Stahlfelgen. Und hat im hinteren Bereich auf der Beifahrerseite dann auch schon seinen Wasseranschluss. Hier, den sehen wir hier. Wir gehen weiter in den hinteren Bereich und hat auch hinten eine Rückfahrkamera. Hinter sieht man sehr schön, dass das Fahrzeug eine Sonderhöhe hat. Warum und weshalb, das zeige ich euch nachher. So, gehen wir weiter ums Fahrzeug rum. Wir sind jetzt auf der Fahrerseite angelangt. Auf der Fahrerseite sind drei Fenster. Eins ist übrigens Badfenster. Was ich nachher auch noch was dazu sagen wird, wenn wir drinnen im Bad sind. Aber auf der Seite ist die Kassettentoilette. Die sehen wir hier. Daneben ist der Kamin für Warmwasser und Heizung. Das Fahrzeug wird definitiv mit Gas betrieben. Also nicht das Fahrzeug, sondern die Heizung und Warmwasser. Und da daneben haben wir dann die 230 Volt Steckdose. So, gehen wir weiter nach vorne. Was man auch noch kurz sehen können, wenn wir schon in der Front stehen, hier ist übrigens die Kamera für die Fahrassistenzsysteme oder für das Regen oder Scheibenwischer oder Lichtsteuerung. Automatisches Abblendlicht nennt sich das. So, und nun lasst uns mal schön reingehen ins Fahrzeug und jetzt schauen wir uns kurz das Fahrzeug von innen an. So, schauen wir gleich mal rein. Was wir erstmal sehen, das Fahrzeug ist echt hoch. Ich bin 74,75 Meter und ich lange gerade mal so an die Decke, also wirklich für Menschen mit 1,80 Meter, 1,90 Meter, 1,95 Meter kein Problem mit dem Fahrzeug. Es hat ist ein Viersitzer und auch ein Vierschläfer. Es ist ein ausklappbarer Tisch und der Fahrer und der Beifahrersitz sind drehbar. So, noch ein kurzer Blick ins Cockpit vorne. Wie gesagt, das Fahrzeug hat kein Radio und kein Navi, das müsst ihr dann mit den Jungs hier von der Firma Schaffhäutle ausmachen. Gehen wir einen Schritt weiter zurück. Was sehen wir noch? Wir sehen hier auf der linken Seite die Dinette mit zwei Schränken und Ablagefächer hier. Und wir haben an der Unterseite dieser Schränke haben wir ein Lichtsystem. Das kann man in eine Schiene einklicken. Hier dürfte sogar ein USB-Anschluss mit dabei sein. Und oben habt ihr hier auch nochmal ein USB und auch 220 Volt. Wir gucken mal schön rein in den Schrank. Hier gucken wir auch nochmal kurz in den Schrank. Der ist riesengroß, da habt ihr viel Platz. Und die Scharniere sind echt heftig. Das sind sogenannte Häfele-Scharniere, die heben tatsächlich alles.
Das war alles in dem vorderen Bereich, und zwar über dem Fahrer- und Beifahrerbereich habt ihr auch noch jede Menge Stauraum. Das ist kein Hochcockpit oder kein Hochcockpit, ja, Hochcockpit oder wie man das nennt, sondern hier habt ihr dann noch zusätzlich Stauraum. Ich weiß auch nicht, ob es das Fahrzeug ohne diesen Stauraum gibt, aber wie gesagt, das Fahrzeug hat definitiv auch noch einen Stauraum im vorderen Bereich. Über der Eingangstüre findet man dann die ganzen Bedienpanels. Einmal hier für das Thema Warmwasser und Heizung. Und hier auf der Seite habt ihr dann den Wasserstand und den Stromstand im Fahrzeug. Toll. So. Küchenbereich. Was hat der Küchenbereich? Küchenbereich haben wir zwei Flammen Gasherd. Das ist übrigens der gleiche wie im Chasseur X550 mit einer Piezo-Zündung. Und auf der rechten Seite habt ihr dann das Waschbecken. Richtig groß, oh. Und einen Wasserhahn. So, dann gucken wir nur nach unten. Schublade kennt ihr in der Zwischenzeit schon, wie Schublade aussehen. Hier habt ihr noch zwei riesengroße Schublade. Also wirklich super. Auch da unten ist noch eine große. Alles im Softclose. So, was haben wir? Unter den zusätzlichen Sitzen hinten haben wir noch die Elektronik, wollte ich gerade sagen. Hier ist der Wasserboiler und hier ist auch der Ablass für den Winter, dass ihr das Wasser rauslassen könnt. Das Fahrzeug hat wie die meisten Pössl ziemlich viel für Stauraum, auch immer wieder mal im Bodenbereich. Hier ist eins, dahinter könnt ihr auch noch eins aufmachen. Und was ich immer wieder bemerke und was ich sage, das ist wirklich cool. Ihr habt unter dem Tisch habt ihr tatsächlich auch noch eine Steckdose, wenn ihr tatsächlich was arbeiten wollt mit dem Laptop. Relativ nah die Arbeitssteckdose. Wirklich super gelöst. Machen nicht alle übrigens. So, nun gehen wir in den hinteren Bereich. Was haben wir im hinteren Bereich? Wichtig, ihr habt das hinter schon mal gesehen. Hubbett. Hier ist auch ein Schalter für das Hubbett, wo ihr hoch und runter fahren könnt. Ebenso habt ihr das auch im hinteren Bereich, wo wir vorher die Türe hinter aufgemacht haben. Da habt ihr das auch gesehen. Eine Beleuchtung über der Küche, das haben wir hier auch noch. Das seht ihr hier. Auch schön gelöst mit dem Schienensystem. Und wie gesagt, für dieses Schienensystem gibt es auch noch USB. Stecker, wo ihr einklicken könnt. 320 Volt, Lichtschalter und auch hier, sag ich mal, ein großer Hängeschrank mit extrem viel Platz. Für mich fast zu hoch, ich sag's euch ganz ehrlich, mit einem 1,74 Meter, 1,75 Meter komme ich der Hanna recht schwer ran. Aber irgendwie lässt sich das auch lösen unter Umständen mit so einem kleinen Hockerle. So, gehen wir nach hinten. Im hinteren Bereich finden wir auch wieder ein großer Schrank, ein Hängeschrank. Hier sehen wir auch einen riesengroßen Kühlschrank von Tedford. Und drüber haben wir noch mal eine Ablage. Und im hinteren Bereich wird es jetzt spannend. Hier haben wir zwei Betten, und zwar zwei Längsschläfer. Einmal im unteren Bereich und einmal im oberen Bereich. Ihr seht es relativ selten. Also ich habe das noch nicht so viele Fahrzeuge gesehen. Und ihr habt massig, ich filme jetzt einfach mal hoch, massig an Schränken links und rechts, wo man auch das Zeug reinpacken kann. Also genügend Platz. So, jetzt zeige ich euch schon, wie das funktioniert. Jetzt lassen wir das Bett noch ein Stückchen runter. Seht ihr das? Hier könnt ihr das Bett runterlassen. Und dann haben tatsächlich hier vier Personen locker Platz zum Schlafen. Was ich auch noch hier sehe, im hinteren Bereich hat es auch noch zwei, jeweils links und rechts, einen Lautsprecher. Wirklich cool gelöst. So, gehen wir einen Schritt zurück. Jetzt werdet ihr euch sicherlich noch fragen, mein Gott, wo ist denn hier die Dusche? Ihr habt es schon mal gesehen in einem anderen Pössl-Modell. Deswegen zeige ich das jetzt nicht so megamäßig im Detail. Ich zeige es euch jetzt einfach mal geschwind, relativ schnell. So, ich zeige euch das jetzt noch mal im Detail. Das hier schiebt ihr rum. Hier habt ihr auch noch mal was zum Zuschieben. Dann macht ihr aus dem Bereich hier, aus dem Flurbereich, eine Duschkabine. Dahinter befindet sich dann hier eine Tedford-Toilette und auch
ein kleiner Waschtisch. Und der große Vorteil, wie in manchen anderen Fahrzeugen, ihr habt auch hier wieder hinter ein kleines Seitenfenster, wenn ihr auch noch einen Hund mit dabei habt oder die Kittys sind verdreckt, hier das hier rausziehen und hinter durchs Fenster durch, dann könnt ihr sie außer einer abduschen. Wie gesagt, sehr gut gelöst, Platz ist genug. Wie gesagt, der Vorteil an dem Ding, ihr könnt es tatsächlich komplett zumachen. Ihr steht dann wie in einer Dusche drin. Ich zeige es jetzt mal nochmal am Boden. Das dann müsst ihr allerdings rausmachen. Hier stand der Wasserablauf drunter, so dass man es nochmal sieht. Hier stand der Wasserablauf drüber und genügend Platz. Und ihr habt wirklich viel Platz in dieser Dusche. Es gibt Menschen, die es nicht mögen, im Flur diesen Bereich hier zu haben. Aber ich finde bei der Größe, bei diesem Fahrzeug, einfach richtig toll, weil ihr dadurch sehr, sehr viel Platz spart, was das Thema Bad und WC angeht. Und ihr habt trotzdem euer Bad und euer WC mit dabei und ihr könnt tatsächlich mit 4 Leuten in Urlaub fahren. So, jetzt gehen wir nochmal ganz zurück und zwar in der vordere Bereich und lasst uns nochmal nach hinten filmen, dass ihr das ganze Fahrzeug noch einmal seht. Wir haben hier 2 große Dachheckis, beide sind zum Aufstellen, nicht zum Kurbeln. Filme ich mal nach oben, jeweils mit Mücken- und Fliegenschutz. Und wie gesagt, das Fahrzeug ist wirklich für die Familie, für 4 Personen. Papa, Mama, 2 Kinder. Ganz klassisch. Die Verarbeitung in dem Fahrzeug ist wirklich super. Was ich auch toll finde, einer meiner Follower sagt immer, Andi, zwäng dich mal hinter der Tisch. Ich kann euch sagen, wir haben hinter der Schiene, der Tisch ist echt gut regelbar und man passt sauber dahinter. Das erspare ich mir heute, aber dieses Mal muss er mir es einfach glauben, dass es passt. Das Fahrzeug hat tatsächlich genug Platz und mit einer Länge von 6,36 Meter ist auch meistens so, eher die 6 Meter Klasse oder 5,40 Meter Klasse hat mehr Probleme tatsächlich an der Tisch zu sitzen. So, das war's jetzt vom Innern vom Fahrzeug und wir gehen wieder raus und machen halt kurz das Resümee. Übrigens müsst ihr entschuldigen, das Fahrzeug steht relativ nah an der Straße, deswegen ab und zu auch mal Nebengeräusche von Autos. Aber ich hoffe, ihr habt mir einigermaßen verstanden und ich habe es gut erklären können. So, lasst uns rausgehen. Ja, jetzt sind wir wieder außer vom Fahrzeug und wirklich ein kleines Resümee. Das Fahrzeug, Länge 6,36 Meter, Breite 2,50 Meter, Höhe 2,87 Meter, Anzahl der Schlafplätze 4 Stück, 3,5 Tonnen, Baujahr 2023, den gibt es aber als 24er Modell und 165 PS auf Citroën. Ihr habt jetzt gesehen, warum dass ich lachen musste ganz am Anfang. Ich habe es nur kurz gesehen. Schon allein die Heckbetten hinten, sehr interessant. Und ja, wem es gefällt und wer es möchte, das Fahrzeug ist wirklich einzigartig. So viele gibt es wirklich nicht davon auf dem Markt. Was hat es noch? Gehen wir mal schön auf den Preis an. Was hat es? 72.962 Euro kostet das Fahrzeug. ABS, ESP, Einparkhilfe, Kamera hinten, Klimaautomatik, Metallic, Partikelfilter. Reifendruckkontrolle, Seitensitzgruppe, Servolenkung, Standheizung, Tempomat, Zentralverriegelung, Schaltgetriebe ist es natürlich, Postal Revolution Modell 24, also 23, hier Baujahr 23, Modell 24, 3,5 Tonnen Heavy Chassis, Polster nennt sich Timeless, Reifendrucksensor, habe ich schon mal gesagt, Bedienpanel, Tischalternativ, Zusatzbepäck, eine zweite Bordbatterie, E-Plus Gas Duo Control hat er sogar drin, ein Toyfenster. Ja, das Fahrzeug hat tatsächlich alles. Wem es gefallen hat, wie gesagt, das Fahrzeug steht bei der Firma Schafhäutle in Kirchheim am Neckar. Schaut es euch einfach mal an. Der Preis, finde ich, für das Fahrzeug, man bekommt wirklich extrem viel mit fast 73.000 Euro, ist wirklich okay. Und schaut es euch einfach mal an. Bis denn, das war's wieder, euer Andi und eure Mausi. Wie immer, lasst ein Abo und lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Und ihr kennt es ja schon. Und ciao, ciao.